Don und Dotty. Don und Dotty, it's a melody. Yeah, for Komponist Lee Hazelwood and Nancy Sinatra, auch einen sehr, sehr voll, ne? Und Jerry Wayne und Don Storer, Sie haben auch noch eine eigene Produktionchen für uns heute Abend. Sie kommen ein bisschen später. Aber jetzt wieder zu Thema Gruppen. Wir haben gemerkt, dass in den letzten 12 bis 18 Monaten die meisten Gruppen, die auch auf unserer Beat-Hook 3 Bühne gestanden haben, eigene Kompositionen haben, machen ihre eigenen Arrangements, sie singen alle, sie sind auch musikalisch besser geworden. Man fragt sich, warum? Ich habe Gelegenheit, mit den meisten Gruppen, die heute auf der Bühne sind, zu sprechen heute Nachmittag. Und sie meinten, der Konkurrenz ist so stark, man wird dazu praktisch gezwungen. Es gibt in England, man schätzt ganz leicht, über 2000 Gruppen. An der Spitze 30 bis 40, aber über 2000 Beatgruppen. Wenn man es überlegt, wie schwierig es sein muss, durchzukommen. Ja, wir brauchen nur an die Tremolos zu denken, die vorletzte Sendung hier waren. Gerade in diese Zeit ging Silence is Golden sehr hoch und jetzt einen Welterfolg. Es könnte auch für die nächste Gruppe genauso geschehen übermorgen. Passen Sie also gut auf. Alle sind ihre eigenen Kompositionen. Sie haben es arrangiert selbst. Sie singen und spielen hervorragend. Zuerst mit zwei Titeln. Auf dem Wasser spazieren. Walk upon the water. And I can hear the grass grow. Ich kann den Rasen wachsen hören. Eine schönen Offenbacher Willkommen heißen bitte für aus London, The Move.